Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Silber. Ich bin tatsächlich mal mit dem Offscreen-Training fertig geworden. Und ja, das ist unser Team. Unser offensives Dragoran ist Level 55, Ho-Oh weiterhin auf 70, Lugia 51, Gyarados 50, Relaxo 50 und unser Drago-Tank auf Level 56. So, und jetzt werde ich mal ein bisschen was anpassen noch an unserem Team. Und zwar... Genau, die gute Blitzkanone werden wir auch gleich noch brauchen. Ich muss jetzt unser Team noch gerade ein bisschen anpassen, bevor es richtig losgehen kann. Und zwar brauche ich dazu einmal die VM Surfer. Ja, und zwar unser offensives Dragoran soll Surfer erlernen. So, dann brauche ich mir einmal noch Fliegen. So, das soll unser Drago-Tank erlernen. So. Was vergisst du denn mal? Slam, doch nur Donnerwelle, Flügelschlag, Slam, geht mal weg. So, dann hatten wir hier oben die TM-Erholung. Genau. Ja, Erholung. Und das kriegt auch Dragotank. So, ja, natürlich. Sonst hätte ich es nicht ausgewählt. Welche Attacke soll vergessen werden? Das kann sehr gerne die Drachenwut sein. So, dann benötigen wir Blitz. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso bringt jetzt dieser Spasti? Oh, Dragotank kann kein Blitz erlernen. Das ist jetzt natürlich scheiße. Wir brauchen nämlich Blitz, um zu Rot hinzukommen. Stand in dem Wiki, wo ich war, nicht, dass Dragotank Blitz erlernen kann? Oh, 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 ich fürchte, du wirst diese sinnlose Attacke leider mit dir rumschleppen müssen, weil ohne Blitz können wir nichts sehen. Komisch, ich meine, Wiki stand. Naja, oder vielleicht war es Wiki fehlerhaft, ich weiß es nicht. Okay, da muss ich gerade ein bisschen umdisponieren. Dragotank. Dir wollte ich als einzige Offensivattacke Fliegen beibringen. Der Rest sollte Erholung, Donnerwelle und Blitz sein. Da du Blitz nicht lernen kannst. Flügelschlag. Habe ich vielleicht noch irgendetwas anderes Nerviges, womit Dragotank den Gegner so richtig auf die Eier gehen kann? Schlafrede. Was ist denn Ausdauer? Okay. Gigasauger. Kannst du das zufällig erlernen, Dragotank? Ich weiß es nicht. Wenn, dann würde ich dir das beibringen. Nee, kannst du nicht erlernen, okay. Boah, womit könnten wir ihm noch auf die Eier gehen? Blitzkanone ist für jemand anderen gedacht. Toxin. Dragotank, kannst du vielleicht Toxin erlernen? Ja, na wunderbar. Dann gehst du rot damit auf die Eier. So, von Toxin vergessen werden. Ja. Und zwar der Flügelschlag. So, Dragotank ist jetzt komplett darauf ausgelegt, rote Derbe auf die Eier zu gehen. So, dann brauchen wir aber noch die Blitzkanone. Und zwar wird das unser offensives Dragoran erlernen. So, Blitzkanone. Moment, was solltest du nochmal kriegen?
sollst du noch Feuersturm kriegen. Das müssen wir uns dann noch in der Spielhalle kaufen. Genug Knete haben wir da gerade so für. Das habe ich schon mal nachgeguckt. Surfer, Feuersturm, Dingsumschlag. Und was war noch? Achso, du sollst auch noch Fliegen kriegen. Okay, komm, dann mach mal Agilität weg. So. Dann brauche ich gerade mal noch einmal Fliegen. Fliegen. So. Dann sind wir auch gleich schon durch. Für Drachenwut kommt dann noch der Feuersturm. Dann geht Flügelschlag weg für Fliegen. So, muss man gerade gucken, haben wir dann alles? Sieht ganz gut aus. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir mit Blitz? Wir brauchen Blitz leider. Boah, ich kann Ho oder nicht Blitz beibringen. Scheiße. Ach du Scheiße. Genesung und die Feuersturm-Sonntag-Kombi würde ich gerne beibehalten. Ich wollte Ho aber noch anstatt Sternenschauer auch noch Fliegen beibringen. Für eine zweite Offensivattacke. Oder ich verzichte auf Sonntag. Boah. Aber auf Sonntag zu verzichten wäre schon übel. Oder ich verzichte auf Genesung. Und werde Ho-Oh dann mit Tränken heilen. Wir haben ja sowieso noch genug Tränke. Ich glaube, boah, scheiße. Ho-Oh ist der Einzige, der Blitz lernen kann. Er muss Blitz lernen. Boah. Also Sternschau kommt weg. Sternschau ist scheiße. Aber Feuersturm als einzige Offensiv. Ja, Ho-Oh muss es lernen. Sonntag, Genesung. Ich glaube, ich schiebe die Entscheidung noch ein bisschen vor mich her. Bla 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 bla. Blitz nicht erlernen, du hast es erfasst. So, was haben wir denn? Wer wird noch hier noch so ein paar geile Sachen mit dabei? Protein erhöht den Angriffswert. Das wäre doch etwas für unser Dragoran, für unser Offensives. So, was haben wir noch? Das Pokémon wird schneller. Das kannst du eigentlich auch mal du bekommen. Calcium erhöht den Spezialwert. Welchen denn? Spezialangriff oder Spezialverteidigung? Egal, ich pumpe mal unser offensives Dragoran damit voll. KP Plus. Erhöht die KP eines Pokémon. Das wäre eigentlich was für Relax oder Dragotank. Ich gebe es mal Dragotank. So, Sonderbomber. Die könnte man eigentlich auch noch verteilen. Wer möchte denn ein paar Level steigen? Zwei Stück hätten wir zu vergeben. Vielleicht unser Lugia? Na komm. So, und das letzte kriegt dann nochmal unser offensives Dragoran, würde ich sagen. So, was haben wir noch? Das Nugget, das verkaufen wir. Ach stimmt, ich wollte noch was tauschen. Und zwar, du trägst ja aktuell Überreste, ne? So. Und du trägst auch etwas, du nimmst den EP-Teil da. Du trägst den EP-Teil, ja, jetzt nicht mehr. Denn, warte mal, nochmal, Flinkklaue. Das kriegst du mal, damit du auf jeden Fall schon mal eher angreifst. Überreste. Relaxo trägt ja Überreste, die anderen Überreste würde ich ja gerne Dragotank geben. So, dann kriegst du mal jetzt die anderen Überreste. Und Lugia, du kriegst, was kriegst du denn die Gegenfähre?
So, dann würde ich mal vorschlagen, holen wir uns noch mal den guten Feuersturm. Wozu müssen wir dahin? Wir müssen doch erstmal in die andere Region wieder. Da fahren wir mal mit dem Zug. So, es geht doch nichts. Über eine kleine Nachtfahrt mit dem Zug und ich bin immer noch überlegen. Boah, scheiße, ich dachte, Dragoran kann blitzen. Ja, ich bin ein bisschen verkalkuliert. Ja, oh, das tut mir leider in der Seele weh, aber... Tja, machst du nichts. Dann hast du halt nur 3 Attacken und nicht 4. Ich komme hier doch irgendwie ohne Blitz hin. Ah, das ist aber... Boah. So, nein, ich möchte... Nein, ich bin doch gerade hier angekommen. Nee. So, hier sind wir auch schon richtig. Holen wir uns erstmal Feuerstufen. So, Feuersturm. Wie teuer ist das denn? Das war, glaube ich, die Dame hier. TM38, 5500 Münzen. Ich glaube, da müssten wir fast all unser Geld reinpressen, aber es wird sich lohnen. Oh ja, jetzt heißt es Münzen kaufen. Ach du Scheiße, wir werden arm. Wenn ich mich eben nicht verrechnet habe, kurz vor der Aufnahme, müsste das eigentlich reichen. Oh, ups. So, 4000. Boah. 5000, jawoll. Boah, leck mir am Arsch. Das reicht gerade so. So, dann mache ich mal gerade ganz kurz einen kleinen In-Game-Save. So, das Training der beiden Dragonis zu Dragorans hat übrigens gar nicht so lange gedauert. Ich habe einfach die Geschwindigkeit bei meinem Emulator erhöht. Moment. Das war die 38. Ja, der Emulator, den ich hier benutze, da kann ja die Geschwindigkeit bis um 200% erhöht werden. Also das Training, wenn man einfach zickzack im hohen Gras läuft, geht wesentlich schneller. So, jetzt müssen wir aber wieder zurückdüsen. Ja, ich möchte mit. Wenn alles gut läuft, dürfte das die vorletzte Folge Pokémon Silber sein. So, danke schön. So, dann wollen wir mal sehen. Wo haben wir denn die gute TM? Der Feuersturm. Ja, und das wird unser offensives Dragoran kriegen. Welche Attacke soll vergessen werden? Das wäre dann die Drachenwut. Dann hat unser offensives Dragoran nämlich gegen jeden Typ etwas, also gegen jeden Grundtyp, Feuer, Pflanze, Wasser meine ich. Das ist eigentlich schon recht geil. So, dann gucke ich mal gerade die AP an von Dragoran, wie viel es für die jeweiligen Attacken hat. Fliegen 15, Feuersturm 5, Blitzkanone 5, Surfer 15. Ja. Habe ich noch irgendwas dabei, womit ich die AP erhöhen kann? AP Plus. Eins haben wir noch. Okay. Dragoran. Da Blitzkanone sowieso eine recht... Moment, oder gebe ich das Ho-Oh? Wenn Ho-Oh da sowieso Blitz kriegt. Moment, das macht, glaube ich. Ho-Oh. So. Ich glaube, ich mache das dann bei Feuersturm. Ich glaube, Ho-Oh muss leider auf seine Genesung verzichten für Blitz.
Ich werde Odan mit den Tränken hochheilen statt Genesung. Wir haben ja noch genug Tränke in der Reserve. Aber die AP für Feuersturm sollen bitte erhöht werden. So, mal gucken, wie viel hast du jetzt? 6 statt 5, okay. Oh mein Gott. Oh, es tut mir leid, was ich jetzt machen werde, aber ich muss es tun. Es tut mir wirklich sehr leid. Ohne Blitz geht es nicht. Also es geht schon, wenn man den Weg kennt, aber ich kenne den Weg ja nicht. Oh nein, das darf ich wahr sein. Es tut mir leid, Ho-Oh. Ich hoffe, du wirst mir verzeihen. Ja, die Feuersturm-Sonntag-Kombi will ich auf jeden Fall drin behalten. Sternschau will ich noch gegen was anderes ersetzen. Ja, komm, scheiß drauf. Tut mir leid, Ho. So, dann mache ich Sternschau weg und mache Fliegen, da passt das. Ich weiß, ich habe sehr viel Flugattacken, also die vor allem Fliegen im Team, aber damit kann man Bots eigentlich sehr gut austricksen, deswegen. Weil die sind nicht so schlau wie menschliche Spieler und nehmen dann danach einfach eine sehr effektive Attacke. Die laufen einfach sinnlos ins Leere. So. Okay, habe ich sonst hier noch etwas drin? Glaube, das war's soweit. So, Lugia, dann flieg uns mal zum Inigo-Plateau, weil von dort aus kommen wir zum Silberberg. So. Ja, nicht kaufen. Ich werde erstmal noch ein paar Sachen verkaufen. Ich habe da noch ein Nugget gesehen. Das Nugget. Das Fluchtseil kannst du auch haben, mein Lieber. Eieiei, top Genesung, die nehme ich auf jeden Fall mit. Top Elixier. Das, oh, das nehme ich aber auch sowas von mit. Füllt alle AP, Elixier, top Tank, bla bla bla. Hyperbälle, weißt du was, die kannst du alle haben, mein Lieber. Münzkorb, Schiebekanne, bla bla bla. So, was könnten wir denn eigentlich noch gebrauchen? Ich werde jetzt hier nochmal abschließend einkaufen. Leber 31, Hyperheiler 45, Hypertrank. Mal gucken, was hast du denn? Hyperheiler. Ja, davon kann ich echt noch... Boah, ich muss echt sparen, ne? Hier kommen wir mal nochmal 5 Hyperheiler. Tränke könnte ich echt noch ein paar mitnehmen. Ah, 6000. Ja komm, hier 10 Hypertränke nehme ich noch mit. Topschutz brauche ich nicht, Hyperball für den Arsch. Top Trank. Ah. Top Genesung wäre auch nicht schlecht. Na, ah. Komm, Fiebeleber je noch. Dann nehme ich noch 2x Top-Genesung mit. So. Alles klar, Leute. Auf geht es zum Endgegner. So, mal gucken. Wo ging das denn nochmal lang? Na, was willst du denn? Möchtest du etwa gegen unser Drago ankämpfen? Das finde ich natürlich sehr nett. So, dich fliegen wir erstmal mit einem Surfer, habe ich gehört. Oh Mann, ich hoffe, Rot haut uns sich übelst aufs Maul. So, dann bin ich glaube ich hier runtergesprungen. Bin ich die Leiter dann auch gegangen? Das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, hier haben wir noch einen Kandidaten, der Surfer abhaben möchte.
Na du? Dragoan macht ihn fertig. Bin ich hier dann runtergegangen? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ja, stimmt, genau. Ich musste hier jetzt lang. Und da geht's dann, glaube ich, raus, oder? Juhu. Ach, das gibt's doch nicht. Wer will uns hier abschließend noch aufhalten? Ein Golbat. Willst du mich verarschen, Golbat? Ja, weißt du was? Du kriegst mal einen Feuersturm ab. Tja, da guckst du blöd, was? Genau, und hier können wir jetzt zum Silberberg. So, müssen wir uns erstmal durch diese kleinen Grashügel hier durchkämpfen. Ein Tangela. Vor dir fliege ich jetzt aber mal, da habe ich keine Lust drauf. Moment, das müssen wir jetzt hier noch weiter. Genau, da ging's. Oh, was haben wir hier? Ist hier was? Nein! Moment, war da was? Ein Haus. Moment, wie komme ich zu diesem Haus dahin? Ja, ich will zum Haus dahin. Was ist das da für ein Haus? Dieses Haus habe ich, als ich hier beim Offscreen-Training kurz mal durchgelaufen bin, gar nicht gesehen. Okay, ich habe keinen Plan, wie ich dahin komme. Naja, egal, wird schon nicht so wichtig sein. Naja, wahrscheinlich gibt es da voll das geile Item, aber wer weiß. So, scheiße, wo ging das denn nochmal jetzt zum Eingang? Ah, mein Gott, ich bin den Weg doch gestern erst gelatscht. Hier waren übrigens keine Trainer, die ich abgezogen habe, also alles easy. Nee, war noch nicht da. Boah, Alter, Pokémon geht nicht auf die Eier, ey, ganz ehrlich. Ach, Galoppa, weißt du was? Du kriegst jetzt immer einen Surfer ab. Du störst. So, hier, viel Spaß. Scheiße. Wie ging das denn hier nochmal lang? Es gibt ja eigentlich nur den Weg hier unten. Leute, ganz ehrlich. Tangela, wieso hast du eigentlich Schuhe an? Seit wann trägt Tangela Schuhe? Na, Punita, aber keine Sorge, ich tue dir nichts. So. Genau, und hier war nochmal abschließend ein Pokémon Center. Und da gehen wir gerade nochmal rein. So. Alles klar. Und hier haben wir den Silberberg. Und wie man sieht hier nichts. Also man braucht nur mal Blitz. So, mal gucken. Wow. Okay. Haben wir schon mal ein geiles Item. Hier irgendwo ist der Endgegner rot. X-Treffer. Ja. Mal gucken, was trifft man denn hier drin so für Pokémon? Aha. Na, Donphan? Hm.
Wo ist dieser Spacken? Boah, diese wilden Pokémon. Haben wir nicht noch irgendwie Schutz oder habe ich irgendwie gar nichts mehr davon? Nein, ich werde hier keine APs mehr raushauen. Das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Haben wir nicht noch irgendwie irgendwelche Schutzsachen mit dabei oder habe ich die alle rausgehauen? Ja, die habe ich natürlich alle rausgehauen. Ich bin Super-Experte. Ach du Scheiße, wenn das noch so weitergeht, dann... Warte. Road, wo bist du? Du bist doch bestimmt hier, oder? Boah, ich hoffe, die Suche dauert nicht so lange. Ich wollte die Folge eigentlich damit beenden, dass ich mich vor ihm hinstelle. Und dann nächste Folge das Finale von Silber stattfindet. Oh mein Gott, das kann ja zum Glück überhaupt nicht lange dauern. Das Blöde ist, er ist uns vom Level her ziemlich überlegen. Er hat Pokémon zwischen Level 60 und Level 70 und ich glaube ein, zwei sogar über Level 70. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine schon. Und unsere Pokémon, naja, Ho-Oh kann er ja noch gut mithalten mit Level 70. Allerdings hat Ho-Oh nur drei Attackenslots. Der vierte muss ja leider für nichts drauf gehen, aber okay, machst du nichts. Naja, aber dafür habe ich ja mein Trankarsenal gut vorbereitet. Während ich hier mutig wie ich bin vor den ganzen Pokémon fliehe. So, da sehe ich auf jeden Fall noch was, das hätte ich gerne. Ein Top-Elixier, nice. Ist hier auch noch was? Nee. Oh nee, muss jetzt den ganzen Weg nochmal laufen, das finde ich jetzt natürlich nicht so geil. Der Weg war, glaube ich, nicht so lang. Der Typ ist hier irgendwo. Ich glaube, da oben waren wir schon ganz richtig, sagt mir mein Gefühl. Ich glaube, wir müssten mal die andere Richtung wählen. Na, komm schon, wo bist du? Es ist überhaupt nicht nervig hier. Oh mein Gott, wo ist der Spacken? Wo ist der Spacken? Na, es ist doch ein Witz. Wo ist der? Ah, Moment, lol. Das ist ein Eingang. Ist hier noch was? Ey, ich wollte nur den Felsen angucken, ob da vielleicht was versteckt ist. Ach, leck mich doch. So. Das sieht doch gut aus. Ich gucke mich mal hier erstmal noch um. Das sieht doch sehr gut aus. Ich mache gerade noch einen kleinen Save. So. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wer greift mich hier auf der Treppe an? Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich hab's richtig im Gefühl. Ein wildes Entoron. Ich bin hier richtig. Da unten, da ist er doch, oder? Wo ist der Spacken? Hier ist noch eine Höhle. Wo ist der Spacken? Das sieht auch nicht schlecht aus. Da ist er. Da ist der absolute Endgegner Rot. Ich stelle mich mal genau hier hin. So, mit welchem Pokémon beginnen wir denn dann in der nächsten Folge? Sollen wir mit einem unserer Tanks beginnen oder einfach mit unserem Dragoran? Ich habe keinen Plan, mit was er anfangen wird. Ich
könnte auch einfach mal Lugia nehmen. Lugia ist eigentlich auch eine gute Öffnung. Eigentlich ist unser Dragoran mit Surfer, Blitzkanone und Feuersturm gegen die drei Grundelemente. Also der Typ hat einen Glurak, einen Bisaflo und einen Turtok. Deswegen halt Blitzkanone, Surfer und Feuersturm. Und mit Fliegen, ich glaube, ich lasse unser offensives Dragoran vorne. Ja, stimmt. Ich glaube, das wird beginnen. Unser offensives Dragoran wird den Kampf eröffnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war die vorletzte Folge von Pokémon Silber. In der nächsten Folge, ja, machen wir dann den Endkampf. Ich hoffe, wir gewinnen. Ansonsten könnte das EP noch ein bisschen länger dauern, aber nee, wir gewinnen das schon. Ich habe ein ordentliches Täschchen voll mit Tränken und naja, mal gucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao.